Thank you. Well, first I'd like to congratulate Rick and Krefel on the win. You know, we knew today was going to be a difficult day for us coming in with the suspension and the injuries that we're going with right now. But I'm very pleased with the effort and how the guys pulled through. You know, penalties cost us heavily today, but, you know, overall, I have no complaint. I think, you know, I'm very proud of my guys, how they've shown, you know, we were down 2-0 after the second, and they made a push in the third. We had a couple chances there on two wraparounds to take the lead, but, you know, it's just to see them fighting together until the end, no matter what. I'm really proud of them, and you know, we knew it was going to be difficult. Krefeld is a highly skilled team. He sure made us pay the heavy price on the power play, but you know, I can't ask for more. The guys gave us everything they had, and I'm just really proud of them. Danke schön, Serge Aubin. Ich fasse das ganz kurz zusammen. Er wusste, dass es ein schwieriges Spiel werden wird heute. Natürlich aufgrund auch der Verletzungen, die die Hamburg-Fiesers zu beklagen haben. Und natürlich auch die kurzfristigen Suspendierungen im Kader. Insgesamt ist er aber mit seinem Genuss zufrieden. Konnten einige Chancen generieren. Und ja, ist also insgesamt zufrieden auch mit dem Spielverlauf. Und kann also keine Kritik an seiner Mannschaft weiter äußern. Rick Arullo, Ihr Statement zum Spiel heute? Ja, guten Abend zusammen. Uns die Fans helfen gewinnen heute. Das ist unglaublich. Und in die ersten, zweiten Drittel, unsere Mannschaft war starke, sehr gut Disziplin, sehr gut zwischen blauen Linien und einfach Spiel mit gut Kampf, gut Vorcheck, gut Defensive Zone. Und dann die Untersaal und Übersaal ist wichtig für machen Playoff. Und heute wir haben zwei Tore und gut Untersaal. Drei Reihen, sechs Verteidiger, sehr gut gespielt. Und Vasilije ist verletzt und Vrindel verletzt. Die Männer helfen der Mannschaft, aber nicht spielen. Und wir müssen jetzt Cologne, das nächste Spiel ist wichtig. Aber heute gegen Hamburg ist schwer. Ich denke 44 Schuss gegen 27 gegen sehr gute Mannschaft Hamburg. So, ich bin stolz auf die Mannschaft und das nächste Spiel ist mir wichtig. Dankeschön und vielen Glück für die Zukunft.